Hallo, liebe Freunde vom Kanal PVB OK, grüßt euch. Servus. Ja, muss ich mich mal gleich am Anfang entschuldigen. Hab hier ein wunderbares Replay bekommen vom Frankenstupfler. Den habt ihr ja auch schon gesehen, den habe ich ja schon ein paar Mal vorgestellt. Und unser Frankenstupfler, der spielt ja auch in einem Clan. Und dieser Clan, der heißt ADL1, also Anton Dora Ludwig 1. Und da spielt unser Frankenstupfler. Und der spielt jetzt hier in der, oder nicht in der, sondern auf der Normandie, glaube ich, sagt man es, ne? Das ist zwar in der Normandie, ne? Kann man jetzt wieder Wortglauberei draus machen. Und er fährt hier mit dem M4A3E2. Und zwar, das ist der Jumbo. Man könnte auch nur Jumbo sagen, ne? Aber es gibt ja da verschiedene, es gibt ja zwei verschiedene Jumbos. Also sagen wir, es ist der Jumbo M4A3E2 im Battle Rating von 4.7 im RB-Mode. Ja, soll ich euch jetzt sagen, wie viel Hand das er braucht? Also ihr braucht über 2 Hand. Und dann hat er noch 4 Abschusshilfen geschafft und einen Cap Point. Also wer sich die ganzen Kills angucken will, der muss dann schon bis zum Ende schauen. Ja, und eigentlich wollte ich mich ja gleich entschuldigen hier am Anfang von dem Video. Und zwar ist mir da ein Kasus Knaxus passiert. Ich habe leider Gottes vergessen umzuschalten, dass das Aufnahmeprogramm den Systemsound aufnimmt, also sprich den Ingame-Sound. Stattdessen habe ich es über die Lautsprecher aufgenommen, aber das war nicht Absicht, sondern es ist halt einfach jetzt mal so passiert, ne? Ja, hört sich natürlich der Sound bescheiden an. Tut mir leid, passiert nicht wieder, denke ich wenigstens. Und der Puzzle Motion habe ich dafür eingearbeitet, damit ihr dann auch wieder auf eure Kosten kommt. Jetzt muss ich bloß einmal schnell was trinken, Entschuldigung. Hab nämlich einen fürchterlichen trockenen Hals. muss ich auch noch. Furchtbar. Irgendwie kratzt was im Hals bei mir. Ich weiß es nicht was. Na, sowas. Ja, der Jumbo. Jumbo ist natürlich ein feines Gefährt. Da beißt man sich manchmal ganz schön die Zähne dran aus, wenn man auf diesen Gegner trifft hier. Der ist also schon ganz schön gut gepanzert, was den Turm zum Beispiel betrifft. Da tun sich also viele hart und an der schrägen Frontplatte vorne haben die Gegner also auch immer Probleme, mal durchzukommen. Oftmals bounced da der Schuss. Ist natürlich gut. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch seine Schwachstellen, seine Knackpunkte. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist also auf jeden Fall schon einmal der Seitenbereich und dann vorne beim MG kann man durchkommen. Und die hochkalibrigen Fahrzeuge, die schaffen es auch durch den Turm durch, an der Seite auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Ich meine, es ist immerhin ein Battle Rating von 4.7 und da können wir ja auf Gegner treffen, die ein ganzes Battle Rating drüber liegen. Also das wäre also bis 5,7 hoch und 5,7, die haben also dann schon
entsprechende Munition und Geschütze oder Kanonen, die also dann auch den Jumbo durchschlagen können. Seinen Kanal-Link findet ihr in der Beschreibung des Videos. Lustig ist immer, wenn zwei Jumbos aufeinandertreffen. gut, das kann also durchaus passieren. Man müsste jetzt einmal nachschauen in den Forschungsräumen. Ich weiß es nicht auswendig, ob es Beute-Jumbos gibt, dass jetzt zum Beispiel eben die Deutschen einen Jumbo eingesetzt hatten, den sie erbeutet hatten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Jumbo überhaupt an die Russen zum Beispiel ausgeliefert wurde in dem Lend-Lease-Vertrag, der ja viele Nationen gut gestellt hat, indem dass sie ja Waffenproduktionen aus den USA bekommen haben. Da wurden ja so quasi alle Alliierten, kann man fast sagen, haben ja von den Amerikanern dementsprechend Geschütze, Panzer, Flugzeuge bekommen, Flugabwehrfahrzeuge bekommen, um damit sie den Krieg gewinnen können. Das muss also ein fetter Auftrag gewesen sein für die Industrie. Da haben sich etliche wahrscheinlich die Taschen gut vollgestopft. Ja, da versucht er halt hier den abzumurksen. Das hat endlich geklappt, wie es ausschaut. Na, immer noch nicht, ne? Er lebt immer noch. Ja, und ihr seht, jetzt hat es ihn erwischt. So, ihr seht ja auch, oder ich sag's auch noch einmal, die Spielerplaketten werden im echten Spiel nicht angezeigt. Im Replay sieht man die Spielerplaketten, ja. Gibt es aber auch die Möglichkeit, die Spielerplaketten auszuschalten im Replay. Ich habe hier auch teilweise mal hin und her geschaltet, damit ihr dann mal den Unterschied seht, wie gravierend es ist, wenn man hier mit dem Panzer unterwegs ist und man sieht die Spielerplaketten jetzt hier am Bildschirm, dann weiß man, wo der Gegner sich befindet. Das ist also zum Beispiel im Arcade-Mode ist es generell der Fall, dass die Spielerplaketten angezeigt werden. Und wenn man hier im RB-Mode spielt, werden sie im reellen Spiel nicht angezeigt. Das bedeutet also, wenn ich dann ausgeschaltet habe, ihr werdet dann kurz am Panzer sehen, wo die Spielerplakette aufleuchtet. Und dann habe ich umgeschaltet und habe die Spielerplakette mal weggemacht. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr auf einmal nichts mehr seht. Weil euch der Panzer nämlich gar nicht auffällt. Kriegt den Hals nicht frei. Den hat er jetzt auch schon rausgeholt, den M16 hier. Das ist ein Flakfahrzeug. Na, was ist denn los heute? Entschuldigung, sorry Leute. Ich versuche mich jetzt schon hier mit Tee mit Honig und so aufzupimpen. Mal schauen, ob es hilft. Ja, der Centurion, der dort steht, das ist auch ein ganz schöner Kavenzmann, sage ich jetzt mal.
Da kann man auch ganz schön drauf schießen, bis der kaputt geht. Dass er jetzt da abgeprallt ist, ich meine, so schräg war er normalerweise ja gar nicht gestanden. Also, da hat er ja drauf geschossen. Gut, der Winkel hat sich jetzt ein bisschen verändert. Er hat unten in die Ketten reingeschossen. Dadurch hat er ihn jetzt auseinandernehmen können. Aber normalerweise hätte er eigentlich beim zweiten Schuss da nicht abbouncen sollen. Sage ich jetzt einfach mal so. Gut, der Winkel war zwar ein bisschen flach, aber trotzdem, irgendwas hätte schon passieren sollen eigentlich. Aber nur gut, das ist halt die Spielmechanik. Wie die genau berechnet ist und was die genau bei jedem einzelnen Panzer macht, das wissen wir nicht so hundertprozentig. Ist ja aber auch nicht so einfach, da etliche hunderte von Panzern und Flugzeugen so zu handeln, dass das alles einigermaßen stimmig ist. So, und da seht ihr jetzt zum Beispiel die Spielerplakette rechts, ne? Jetzt habe ich, nein, jetzt habe ich sie nicht ausgeschaltet. Die ist noch da. So, jetzt habe ich sie ausgeschaltet. So, und jetzt seht ihr keinen Panzer mehr. Weil er euch nicht auffällt, weil euch das Hilfsmittel, also quasi die Spielerplakette, die fehlt euch. Jetzt habe ich sie wieder zugeschaltet. Jetzt habe ich sie abgeschaltet. So, jetzt wisst ihr gar nicht mehr im Nachgang, wo waren jetzt die Plaketten, wo könnten jetzt Panzer sein, ne? Und ohne Fernglas bist eh aufgeschmissen. Da diesen M10 hinten, nicht den hier. Jetzt vorne ist ein Wrack. Er vermutet, dass da irgendwelche stehen und schießt mit einem MG, um diese anzuhitten, damit sie sichtbar werden. Die werden dann kurz auf der Landkarte dargestellt, die Feinde. Er weiß, dass da irgendwas hinten sein muss. Und er sieht diesen Panzer auch nicht richtig. Und die Plakette habe ich jetzt weggeschaltet. Das hat man jetzt einmal kurz am Panzer fahren sehen. Aber das zu erkennen, Leute, ist während dem Spiel gar nicht so einfach, weil du musst quasi einen Rundumkopf haben und musst durchs Fernglas schauen, damit du das auch gut erkennen kannst. Drum, ich finde, mit seinen 11 Abschüssen, die er geleistet hat, ist er im RB-Mode sehr, sehr gut beieinander, sage ich mal. Das hat er wirklich super gemacht. Also, man muss mir erst einmal welche zeigen, die öfters oder kontinuierlich mehr wie 7-8 Abschüsse im realistischen Mode zusammenbringen. Das ist nämlich nicht einfach. So, jetzt kommt ein wenig Kuriosität. Er vermutet oder weiß, da hinten steckt einer hinter dem Haus. Und er müsste es eigentlich auch mitgekriegt haben, dass da hinten einer ist. Oder kommt die Sequenz? Ja, jetzt weiß er es. Das war die Sequenz, jetzt weiß er. Da hinter dem Haus muss einer sein. Jetzt sieht er eigentlich auch rechts von ihm den Panzer, dass der qualmt. Also ich wäre jetzt linksseitig am Haus vorbeigefahren, weil der Panzer wurde von der hinteren rechten Ecke des Hauses aus angegriffen. Und jetzt bewegt er sich nach rechts. Wo ich mir gedacht habe, das ist natürlich dumm, weil da könnte ja der Gegner noch stehen, aber der hat sich mittlerweile wieder zurückgezogen, aber der hätte ja noch dort stehen bleiben können. Dann hätte er ihm jetzt komplett die Flanke gezeigt und das wäre natürlich für ihn gefährlich geworden.
Und da ist er ein bisschen halbherzig unterwegs gewesen, sage ich jetzt mal so. Entschuldigung, heute ist ein bisschen oft, was ich husten muss. Ja, der Frankenstupfler kann es ja mal im Kommentar schreiben. Oder er wollte erst einmal weg, um dann neu seine Position zu definieren, die für ihn vielleicht jetzt gut ist, nämlich eine Hinterhangstellung, damit er also nur ganz knapp mit dem Rohr über den Hang drüber hinweg schaut. Jetzt müsste er rein theoretisch den Panzer gesehen haben, der hinten am Hauseck rechts gefahren ist, ja. Aber ihr werdet ihn ja nicht gesehen haben, weil ich ja die Spielerplakette ausgeschaltet habe. So, Leute, das Video geht dem End entgegen. Ich sage mal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vergesst bitte nicht ein Like, Kommentar etc. Ne? Am besten Kanal abonnieren, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann verpasst ihr nichts. Und dann kommt jetzt dann zum Schluss noch die Karte, wo aufgelistet ist, was er alles erreicht hat. Das könnt ihr euch durchlesen. Lasst euch also das Restliche noch schön an den Augen vorbeigehen. Und dann sage ich meinen alten Spruch, Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer PVB. Okay.